Ein Feature. Das ist ein Feature, genau. Ist das ein Pilot? Ja, ne? Oh, da ist noch ein Doktore. Halt doch mal still! Dankeschön. Nee, war ja noch nichts. Jetzt aber. Die sind alle auf eurer Seite. Ach, da ist der Doktor. Ich will ungern jetzt auf den Heli schießen. Ich lass euch das machen. Klick, 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 klick. Oh, da kommen aber viele. Ich pack mal wieder meine AKS aus. Oh, zwei Patients hier, oder? Jetzt, Ach. Wird's lächerlich. Soll das? Da muss aber jetzt auch was ganz klasse, tolles in dem Hubschrauber sein. Sonst sehe ich das hier als nicht gerechtfertigt an. Killer. Ich habe quasi jetzt gerade eben meinen 300. Zombie getötet. Oh, Munition alle. Kriege ich dafür jetzt irgendwie einen Preis oder so? Der eine hat eine Pepsi bei. Da hinten kommt wieder eine ganze Mannschaft raus. Nur falls es euch interessiert. Schon wieder ein Patient Zero, ich fasse es nicht. Das ist der wievielte jetzt? Der vierte? Fünfte? Fünfte. Meinen die doch nicht ernst. So, ich lenke die mal ab. Ich geh mal gucken, was da liegt. Noch kurz. Maya, macht ihr mal den Ivan. Ich hab nichts mehr. Okay. Ja. Bring ein bisschen Munition mit, danke. Wow, Rauchgranate. Naja, hier liegt eine Bison SD und so. Hey, hey. Also, hey, hey. Also hat sich nicht mal gelohnt. Es geht so. So mittel. Hier liegt eindeutig ein bisschen mehr rum als sonst, aber... Das darf man bei 5 Patient Zeros aber auch erwarten. Sag ich mal so. Der größte Teil liegt zwar am Wasser. Kommt man da nicht dran? Doch, doch. Gerade so. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Eine M14 AIM. Kann die jemand holen? Ich habe keinen Platz mehr in meinem. Ja. Ich kann die auch nehmen. Was haben wir hier? Ja. Eine FN-Fell noch. Da liegen drei FN-Fell, dann liegt da noch eine Bison, die ich jetzt aber nicht eingepackt habe. Hoch, jetzt habe ich meine fallen lassen. Das war nicht Absicht. Das ja, dann nimm deine wieder. Die M14M hast du genommen? Ja, ich hab's eingesteckt. Hier, oder was ist das? Ich nehme immer das Magazin raus. Ich brauch die nämlich. Hast du die im Rucksack? Einmal Antibiotika ist hier drin. Oh ja, Antibiotika. Schwimme, schwimme, schwimme. War da kein Magazin bei der M14M? Ne, das habe ich bei mir im Inventar gerade. Kannst du es in deinen Rucksack? Ne, kannst. Kannst du mir das in den Rucksack? Ja. Voll. So ist dran. Dankeschön. Oh, dann kommen wir weiter. Ich bin auf dem Weg. Ich sitze. Jetzt sehen unsere Zuschauer auch mal, wie eine Absturzstelle ausgesehen hat oder aussieht oder ja. Aussehen kann. Und wie viele Zombies auftauchen, wenn man zu viert unterwegs ist. Richtig.
einige. Und Humanity hat's wieder gebracht? Null. Ja. Ich hab 300 dazu bekommen. Ja, du brauchst es ja auch ganz dringend. Ja, aber... Gibt's Stufe 4? Nein. Try your luck at the Tavania Zoo. Beware of the monkeys. Hm. Wir holten den Heli dann später wieder ab. Du. Ach, ich. Ja. Zu Fuß. Übrigens, wenn man 3 Meter über dem Wasser fliegt, ist man schneller. Ja, aber drei Meter über irgendwas drüber, das wird er nicht machen. Ich mach das jetzt. Nein! Teji! Ja, 3 Meter geht ja noch. Ja, aber er hat auch 3 Meter über dem Boden hat er auch den Bird geschrottet. Da konnte ich nichts mehr, aber gepiept. Ja! Ach ja. Wie weit ist es noch? 1,8 Kilometer. Ah, sind wir gleich da. Zuckerwatte. Zuckerwatte. Wir sind 16 Kilometer von unserer Nichtbasis entfernt. Steht da ein Spieler aus? Weißer Teil da unten? Ja, ja. Nee, das ist die Kasse. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Da müssen wir Tickets bezahlen. Kaufen. Ja, ja. Wo können wir denn landen? Ja, auch gerade das Jurassic Park Theme im Ohr. Ja, ein bisschen. Ich fühle mich gerade auch etwas so. Hier landen wir jetzt. Auf der Straße. Ist genau auf der Leitplanke. Ja, meinst du, ich sehe das nicht? Er weiß, wo du wieder deine Augen hast. Nur auf dir natürlich. Ich hoffe, sie fressen den Schotten zuerst. Ist das hier schon der Zoo? Ja, siehst du nicht diese ganzen wilden Völker, die hier rumlaufen? Ja. Guck mal da vorne, einer mit einer roten Kappe. Ich schieß zuerst. Hoppala, hoppala! Er versucht Kontakt aufzunehmen. Wie niedlich. Wer klickert da mit seiner leeren Waffe hinter meinem Ohr? Ein Morseschotten. Versuchen auf Teji zu schießen, aber es geht halt nein. Nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich auch nicht. Was sagt die Karte? Dass hier der Zoo ist. Hm. Klick, klick. Nicht mehr mit einer leeren Waffe zieht man auf andere. Denke ich mir. Nein. Ich höre Vögel. Oh Gott! Die höre ich aber auch die ganze Zeit.
natürlich. Ja. Und gleich kommen die Terror Monkeys. Wahrscheinlich sind die voll lieb und wollen knuddeln und deswegen steht da Beware, dass man da nicht hingeht. Und dann kommen Einhörner und Regenbögen und kleine Katzenbabys. Ja. Wäre eigentlich noch Medikamente dabei? Nö. Die Einhörner, ne, essen Regenbögen und pupen Schmetterlinge. Genau. Hm. Wo ist denn jetzt der beknackte Zoo? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mir das irgendwie. Das ist der Zoo. Aber. Gut, wir mussten keinen Eintritt zahlen, aber. Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Ist ja wie ein Jurassic Park. Hat man auch keine Dinos gesehen. Haben wir eine Ziege dabei? Wir könnten ihr so Öhrchen ankleben und einen langen Schwanz und sagen, es ist ein Affe. Der Ziege? Ja. Aber meinten die anderen nicht, sie wären im Zoo gewesen? Ja, weil sie meinten auch so richtig lohnenswert ist das nicht. Ja, kann ich verstehen. Ja, wie kann man das auch Zoo nennen, ganz ehrlich? Wieder eins von diesen unglaublichen Features. Unglaublich. Wo sind die Affen? Nicht zurückbleiben. Ja, sorry, ich schau gerade auf die Karte, um zu gucken. Also hier ist anscheinend irgendwo so ein Platz, so ein Dings da. Ne, mehrere, vier Stück. Bums. Wo seid ihr denn jetzt hingedüst? Ja, es gibt auf jeden Fall... Den Berg hoch? Auf der anderen Seite vom See gibt es auf jeden Fall so eine Art Gehege oder sowas, ne? Ich nehme das einfach mal als ja. Na super. Stand hier auch noch irgendwo. Jetzt haben wir uns verloren. Ja, ich habe ja gefragt, wo ihr hingelaufen seid. Und ihr habt toll, mir nicht geantwortet. Schotten am Arsch, ey. Mann. Ich laufe jetzt auch gerade den Berg hoch. Ich habe nämlich auch auf die Karte geguckt. Ob das... Ich habe einen Schuss gehört, von ganz weit weg. Von ganz weit weg? Ja. Ich schieß mal in die Luft. Ihr seid... Das ach, da hinten. Ist... Ich laufe jetzt mal in die Richtung, von wo der Schuss kommt. Da hat doch jemand geschossen. Es war Gott. Himmel. Gott. Das? Es ist ein Affe. Mit einer Brille. Meinst du mich? Die Tier. Immer nach links ab. Auch. Genau, ja, ja. Sehr gut. Wo bist du jetzt? Ich höre aus allen Richtungen Schritte! Ah! Hilfe! Ah, vielleicht hätten wir doch einen Rundflug mit dem Helikopter machen sollen. Wahrscheinlich, ja. Aber ich dachte, das würde hier auch ein bisschen anders aussehen. So wie ein Zoo halt. Nicht mal Zuckerwatte ist hier. Sind wir nur zu dritt? Kannst du ja hier einen Strauch abbrechen. Ja gut, lass da weglaufen. Komm, ab zum Heli, wir haben den schon verloren. Ja, dann lass uns wieder zum Heli, das ist total langweilig hier. Ja, fliegen wir mal drüber, gucken wir mal, ob wir irgendwas anderes noch entdecken. Ja. Es sind ja mehrere Felder auf den Bergen eingezeichnet, die so etwas seltsam aussehen. Ja, aber die will ich jetzt nicht zu Fuß ablaufen. Nee, ich auch nicht. Das ist eher ein Wildlife-Park. Hm. So. Ohne Wildlife. Sag doch einfach, es ist ein Hügel mit Bäumen. Wir laufen jetzt wieder zum Heli. Mach dir einen Punkt mit deinem, mit auf deiner Karte bei der Straße zur Insel. Dann findest du wieder zurück zu uns. Als mich? Ja. Also wenn du uns. Heli finde ich immer zurück. Ja gut, da laufen wir jetzt gerade hin. Wir sind schon drin. Das wäre unheimlich. Er ist schon wieder in der Basis. Welche? Wir haben doch gar keine. Die Basis der anderen.
Wenn man Jurassic Park im Ohr hat, ist es wenigstens einigermaßen erträglich. Das hätte hier so gar nicht nach Jurassic Park angehört. Warte! Doch, doch. Wartet! Was? Was? Ein wildes Tier! Ein Hase! Ein wildes Tier! Ein Hase! Wo ist er hin? Da hinten. Ein Hasurus Rex. Ich hab ihn verloren. Wo ist er? Da hinten läuft was, ich baller drauf. Nein, das ist aber kein Hase. Ein Menschenaffe. Egal. Der Hase ist weg. Besser. Mann. Mist. Ja, Hasen lassen sich auch leicht erschrecken. Die muss man eigentlich wirklich von fern erliegen. Dann hat man wieder die Schwierigkeit, die zu treffen. Erhauen. Genau. Schlagen, erhauen. 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 Du kannst auch Sachen erhauen. Teji hat das Erhauen quasi perfektioniert. Optimalisiert. Ich keuche und keuche und keuche. Du sprintest ja auch hier. Ja, um mitzuhalten. Ich höre mehr. Ich höre weniger. Oh. Ich schieße gleich. Mehr ist immer so gemeingefährlich. Da hat man immer so NPC-Helis raus. Ja, ich bin ja der Meinung, dass die das extra, diese NPC-Heli-Geräusche in dieses Meerrauschen integriert haben. Wahrscheinlich, ja. Da könnte man ja auch gleich einen Ausflug nach Sektor B machen. Ja, alle fast ohne Munition, ohne alles. Brauchen wir ja nicht. Fast? Ja, gut. Bei dir kommt ja sowieso nur noch Klick, 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 Klick. Tatsächlich bräuchten wir nichts weiter. Wir müssen gleich erstmal den Lader klar machen. Ja, das können wir auch auf dem Rückflug machen. Aber ich werde es nicht überleben. Ich werde meinen Lader nie wiedersehen. Also wenn du Sektor B nicht überlebst, dann musst du echt tollpatschig sein. Hallo, wir reden von mir hier. Also kriechen wir nach Sektor B. Wir gucken jetzt erstmal, was hier noch so gibt. Ja. Wir müssten gleich mal irgendwo ein Lagerfeuer machen und was essen und trinken. Es ist auch genug noch im Heli drin. Mit M kann ich darauf so zugreifen. Oder was auch immer das ist. Ist das ein Tümpel? Das ist ein Tümpel. Ja. Ist kein Gehege, außer Goldfische drin. Guck mal da weiter nach vorne. Ja, nicht den Tümpel, sondern flieg mal da weiter nach vorne. Da hinten sieht's interessanter aus.